hast du das all die Jahre durchgestanden. Nach allem, was du gesehen hast und was du getan hast. Dass man doch irgendwann kein Mensch mehr. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier am Tag der Arbeit, 1. Mai, zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Wir gehen nicht auf die Straße zum Demonstrieren oder irgendwas machen, irgendwas anderes. Nein, wir nehmen auf. Wir, das sind die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris. Hallo Chris. Hallöchen. Meine Wenigkeit, der Erik. Hallo. In die Runde auch. Und ja, wir haben pickepacke volles Programm, denn die aufmerksamen, regelmäßigen Hörer werden sich ja schon gefragt haben, huch, es ist Sonntagabend, keine neue Folge da, was ist da los? Ja, ich war nicht da und deswegen konnten wir auch nicht aufnehmen und haben aber dadurch jetzt das Glück, weil wir am Dienstag eben aufnehmen, dass wir schon die neue Sneak, das heißt, wir haben heute zwei Sneaks zu besprechen, schon mit im Programm drin haben. Und ja, die erste Sneak, die jetzt aber letzte Woche war, das war der Film Feinde. Der Originaltitel ist Hostiles und ist der neue Film von Scott Cooper, der ja solche Sachen gemacht hat wie Crazy Heart. Ich glaube, da hat er sogar einen Oscar gekriegt oder war zumindest Oscar nominiert. Auge um Auge, der hieß im Original Out of the Furnace und Black Mass, der lief, glaube ich, mal in der Sneak. Und neuer Film mit Christian Bale. Und Rosamund Pike spielt auch wieder mit. In dem Film geht es darum, dass Christian Bale einen Soldaten spielt, der so im Jahre, oh, ich lese gerade 1892, ach, knapp daneben, in Nordamerika im Jahre 1892 in irgendeinem Fort seinen Dienst verrichtet und irgendwie nicht mehr lange hat, bis er dann in Pension gehen kann. Und er hat auch schon einiges erlebt, was er dann immer mal so in Gesprächen erzählt. Er hat da so einen guten Freund, mit dem er da zusammen dient, mit so einem, weiß nicht, wie die Dienstgrade da in der US Army damals waren oder Kavallerie oder was die da sind. Hat wohl einige Themen schon gehabt oder einige Gefechte gegen Indianer ausgetragen und ist nicht gerade ein Freund von Indianern, um es mal vorsichtig zu sagen, denn sie haben halt viele von seinen Freunden in den Gefechten umgebracht, teilweise übel massakriert. Und er bekommt nun auf seiner letzten Mission, die er quasi erfüllen soll, bevor er in Pension gehen kann, den Auftrag, dass er einen gefangenen Cheyenne-Indianer, der schon irgendwie seit 7 Jahren in Gefangenschaft in dem Fort ist, den er auch mal gefangen hat, ihn zusammen mit seiner Familie, mit Tochter und Enkelkind und dem Mann von der Tochter, soll in irgendein Reservat überführt werden, nach Montana, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist wohl eine ziemlich weite und auch durchaus gefährliche Strecke, denn die sind in New Mexico und er, Christian Bale, wird halt auserkoren, das zu machen, weil er zum einen die Gegend kennt, er kennt die Gefahren, die auf dem Weg lauern. Er kann auch die Sprache sprechen, dieses Indianisch, was die da sprechen, und darum wird er halt auserkoren, trotz seines latenten Rassismus gegen Indianer und seiner Erlebnisse, und wird halt gesagt, okay, das ist die Mission, die letzte, die machst du noch, und danach kannst du nachher in unsere Zentrale gehen irgendwo und kannst dir deinen Schriebs abholen, bist dann fertig und kriegst deine Pension und damit ist die Sache für dich vorbei. Und man kann ja schon ein bisschen erahnen, anhand der Story-Konstellation, dass das wohl zu einigen Reibereien kommen wird. Zum einen ist dieser Weg lang und beschwerlich und von einigen Gefahren gesäumt, und zum Beispiel auch andere Indianerstämme, die versuchen, die zu überfallen und einfach alle massakrieren wollen, ohne Rücksicht auf, dass da auch Indianer im Zug sind. Und natürlich auch so die ganz alltäglichen Gefahren der Natur, die auf die lauern. Bis hin natürlich auch, dass er diesen Indianer mit seiner Familie auch unversehrt dorthin bringen soll, wo er
quasi in sein Ziel bringen soll. Das heißt, er muss ihn auch davor beschützen, dass zum Beispiel irgendwelche anderen Weißen ihn irgendwie massakrieren wollen oder ihm ans Leder wollen. Und er bekommt dann auch noch so ein oder zwei Side-Quests mit auf dem Weg. Zum Beispiel, Rollenspieler werden mit dem Begriff was anfangen, also Zusatzaufgaben, sagen wir mal so, die jetzt mit der eigentlichen Aufgabe nichts so direkt zu tun haben. Zum einen soll er einen ganz übel gefährlichen Gefangenen in den Ort überführen, wo er dann gehängt werden soll. Das heißt, mit diesem Gefangenen ist halt auch nicht zu spaßen, weil der weiß halt, er geht da auf den sicheren Tod zu, und der hat natürlich auch lässt natürlich nicht mit sich alles einfach so machen. Und ja, dann gibt es noch so eine Sidequest mit so einer jungen Frau, die sie aufnehmen, deren Farm von Indianern gerade total massakriert wurde. Also die Frau nicht, aber die ihre ganzen Kinder abgeschlachtet, ganz übles Ding. Und ihren Mann, und ja, die ist total verstört, und die nehmen sie auch noch mit auf den Weg und machen sie halt dann auf den Weg nach Montana. Ich will mal nicht zu viel verraten, aber das eigentliche Thema so des Films ist natürlich dann diese Erfahrungen, die Christian Bale gesammelt hat, was ihm von Indianern angetan wurde und seinen Freunden, was er selber auch Indianern angetan hat. Und jetzt muss er eben mit einem Indianer auskommen. Wie fandest du es, Chris? Ja, ich glaube, ich war derjenige im Kino, der sich von uns am meisten gelangweilt hat irgendwann. Also, ich muss gleich vorneweg schicken, ich war nicht ganz fit, und der Film hat mich dann auch nicht komplett gecatcht, leider. Also ich war ein bisschen müde, ich war ein bisschen kaputt. Ich erwarte jetzt eigentlich ein Oh im Hintergrund, aber ist schon okay. Und nee, wir brauchen dir jetzt nichts heucheln oder sowas. Ja, aber richtig. Aber ich finde es schön, richtig, dass wir mal andere Meinungen sind, sonst sind wir immer zu sehr. Ja, nee, also wie gesagt, es waren schöne Landschaftsaufnahmen, sehr viel Stille meistens, dann wieder ein bisschen Geballere, ein bisschen Action hier, ein bisschen da was, und die Geschichte an sich, ja, war... Also fangen wir anders an. Die Geschichte an sich ist eigentlich schnell erzählt. Bringen sie den Indianer von A nach B und sie sind im Ruhestand. Punkt aus Ende. Und die beiden hatten halt, wie gesagt, eine Geschichte. Und um das aufzupäppeln, gab es dann eben noch ein paar Sidequests, die nicht immer von Erfolg gekrönt waren, sagen wir es mal so. Und ja, es... Wie gesagt, von der Story her klingt es schon jetzt nichts Neues und auch vielleicht schon ein bisschen altbacken, will ich jetzt nicht sagen, aber es war jetzt keine komplett neue Erfindung von irgendwas. Genauso wie die komplette Umsetzung. Also es war halt ein Western mit schönen Landschaften und manchmal auch so Reitszenen, wo ich gedacht habe, oh bitte nicht, wir warten jetzt nicht wieder, bis hier die links am Bildrand anfangen reinzureiten und dann in der totalen komplett rechts rauskommen wieder, und in der Zwischenzeit sind 5 Minuten vergangen. Also da kam der Film gerade noch so drumrum, also er hat schon Andeutungen gemacht in die Richtung, aber kam nochmal drumrum. Und ja, wie gesagt, so komplett überzeugt hat es mich eigentlich nicht, also es hat mich nicht so komplett abgeholt. Das war bei mir ein bisschen anders. Also mich hat der Film am Anfang am Anfang kommt halt diese sehr starke Szene, wo eben diese ganze Familie da massakriert wird von diesen Indianern. Und ja, richtig. Das hat vielversprechend angefangen. Da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, was ist, also gerade wenn man selber Kinder hat und so, boah, das ist ganz, ganz furchtbar, wenn man sowas ansehen muss. Und das ist ja meistens, das hatte damals auch M. Night Shyamalan in dem Bonusmaterial von Sixth Sense gesagt, wenn man einen Film mit einem richtigen Paukenschlag anfängt, so wie bei Sixth Sense eben ganz am Anfang, wo eben plötzlich dieser Typ da in dem Haus steht und sich da irgendwie umbringt und irgendwie und dann kann erstmal wieder der Film ein bisschen ruhiger werden, weil du behältst es erstmal lange bei, diesen Nachgeschmack von dieser starken Anfangsszene, und das war hier bei mir auch so. Und dann fand ich, ich mag ja auch sehr diesen Clint Eastwood-Film hier, Erbarmungslos. Und ich finde,
das ist jetzt eigentlich der Erbarmungslos der 2010er Jahre, kann man fast sagen, oder der fast 2020er Jahre. Weil das ist genau so ein düsterer Abgesang und es ist halt alles nicht mehr so, wie es mal war. Es ist nicht mehr so in diesen Western schwarz und weiß und da gibt es halt die Bösen, da gibt es halt die Guten. Irgendwie vermischt sich das alles und letzten Endes gibt es halt immer nur entweder Arschlöcher oder halt ordentliche Leute oder selbst bei den Arschlöchern gibt es halt auch Gute die mit guten Anwandlungen oder bei den Guten gibt es halt auch welche, die wirklich ganz üble Seiten haben und so ist es halt. Das Leben ist halt so aus Grauzonen. Wir erfahren ja dann auch so ein bisschen, was er alles in seiner Vergangenheit gemacht hat und auch die Gegenseite natürlich der Indianer und es gibt ja dann Szenen, da sind sie aufeinander angewiesen und dann wieder Szenen, da gehen sie eher so ein bisschen sich aus dem Weg und ja, gerade auch dieser Rassismus, der dann durchkommt, ist auch sehr, kann man sehr auch in die heutige Zeit transportieren. Ich fand es einen sehr, sehr starken Film. Also auch diese ganzen, alles, was da noch so dazu kam und auch wunderbar gedreht. Ja. Also die Landschaftsaufnahmen. Ja, aber, von der Geschichte her war er einfach unglaublich vorhersehbar. Du, das ist ja gut vorhersehbar. Weiß ich jetzt nicht, also ob man das so jetzt vorhergesehen hätte. Naja, also. Das ist auf jeden Fall einfach war, der Film. Ich will ja jetzt echt nicht so viel verraten, aber dass man sich dann irgendwann unterwegs anfängt zu verbrüdern, war ja wohl vorhersehbar. Ja, aber so auf die Art und Weise weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für mich ein starker Film, ja, toller Score auch, hat alles irgendwie wunderbar zusammengepasst, hat irgendwie, und ich habe das nicht angemerkt, dass der Film so über 2 Stunden ging. Da gab es so Sachen, wo ich dachte, oh, ich könnte jetzt noch stundenlang so weitergucken, irgendwie wäre der total gefallen, also ja. Wobei ich jetzt nicht so für Reiten und Pferde oder irgendwas und Western im Allgemeinen, also es gibt ein paar, die ich ganz gut finde, aber jetzt nicht per se, dass ich jetzt irgendwie auf Western stehe oder so. Ja, toller Film, also gerade auch gut für die Sneak vielleicht ein bisschen zu lang, wenn die Sneak spät beginnt oder so. Und das ist das Nächste, er ging echt gefühlt ewig. Ja, aber ich fand ihn gut, also auch so lang wie er ging und was wollte ich gerade noch sagen? Es ist auch keiner jetzt irgendwie rausgegangen, wo ich eigentlich gedacht hätte, ja, so ein Western ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Wird bestimmt irgendwann so Mitte des Films dann mal so eine Flucht einsetzen vielleicht, aber nö. Alle drin geblieben, bis zum Ende. Hat sogar jemand applaudiert, wenn ich mich recht erinnere. Ja gut, gestern auch. Okay, aber dann gestern war es wahrscheinlich eher zum Glück, dass der Film aus war. Nee, eigentlich nicht. Nee? Naja, aber ist ja egal, darum geht es ja noch. Bei welchen Filmen? Bei Wahrheit oder Pflicht? Achso, doch bei dem, ja. Nicht ja. Bei dem anderen, okay. Ja, also, achso, Jesse Plemons spielt ja auch noch mit, den man ja zum Beispiel aus der Fargo-Serie kennt. Wer war da noch? Da waren noch ein paar Bekannte in den Nebenrollen oder so. Auf jeden Fall, ich fand den sehr, sehr cool, den Film. Ziemlich gut. Ich glaube, wir werden ihn auch nochmal gucken. Und das ist bei mir ein sicheres Zeichen, dass es auf jeden Fall in dem vorderen Bereich liegt, punktemäßig. Ich gebe dem 8 Punkte. Und du? 5. Das heißt, sind die 8 Punkte, sind das die ich gehabt, weil irgendjemand war schon so fleißig, hat unser Dokument hier. Ja, ich war so fleißig. Ja, also sind das tatsächlich meine oder die vom letzten Mal? Okay. Okay, na dann, einmal 5, einmal 8 Punkte. So, liebe Hörer, jetzt seid ihr gefragt, das müsst ihr euch das selber angucken. Und gucken, zu welchen Team Chris oder Team Erik ihr tendiert. oder auch Wahrheit oder Pflicht. Und das war der Film, der gestern in der Sneak Preview kam, wo ich immer noch im Kurzurlaub war. Und da wird jetzt mal der Chris davon berichten. Ja, Kurzurlaub ist natürlich auch ein ganz tolles Stichwort. Besser wie die Überleitung. Zu einem Kurzurlaub oder vielmehr zum letzten Spring Break machen sich Freunde auf, und zwar die Freunde von Olivia, kurz Liv genannt, gespielt von Lucy Hale. Die fahren nämlich ab nach Mexiko. Also mit dabei ist, wie gesagt, Liv, dann ihre beste Freundin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Marky. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Marky, genau. Dann Lucas, ihr Freund. Dann noch Penelope, noch eine weitere Freundin, mit der sie zusammenlebt, ihr Macker noch dazu. Also das ist halt so die Clique, dann
vor Ort treffen sie dann noch, in Mexiko auch, treffen sie noch jemanden. Also es ist erstmal so dieses typische, ey, lass uns doch irgendwie noch unseren Studienabschluss da genießen und alles. Und natürlich lässt sich Liv dann doch noch überreden, mitzukommen, obwohl sie eigentlich gar nicht wollte. Und anhand dieser leicht gelangweilten Beschreibung merkt man vielleicht schon, okay, es ist nichts wirklich Besonderes bis dahin. Es ist so ein typischer Anfang für einen, ich will es nicht sagen Teenie-Horrorfilm, aber halt für einen, ja, Film, der in diese Richtung geht. Und wie es halt so ist, Liv steht eigentlich mehr oder weniger auf den Freund ihrer besten Freundin, will sich dann natürlich etwas ablenken, trifft in einer Bar auf Carter, der einen ganz arg tollen Eindruck hinterlässt, und Carter sagt, hey, ich habe eine tolle Idee, wo wir noch weiter feiern können. Liv schleppt ihre Freunde mit zu diesem Ort, der sich als alte Kirche entpuppt, und dort spielen sie das sagenumwogene Wahrheit oder Pflicht. So, bis dahin nichts wirklich Spektakuläres also, nur eben, als dann Carter an der Reihe ist, so viel kann man glaube ich verraten, sagt er, seine Aufgabe ist hiermit erfüllt, weil er sollte eine Gruppe finden, die das Spiel weiterspielt. Oh. Und das war der, ist so der erste Moment im Film, wo man sagt so, ah, okay, er gibt durchaus Sinn. Und wie es dann eben so ist, man ist besessen von einem Dämon, weil der Dämon nämlich dieses Spiel beherrscht. Ja, und jetzt die große Preisfrage, wie heißt natürlich der Dämon? Der Dämon. Ich hab's vergessen. Ah. Kann so ein Dämon heißen. Da heißt irgendwie Kallax oder so. Kallax, ja, irgendwie so. Kallax, also der, ein typisch mexikanischer Name, Kallax. Ikea-Regal. Und Kallax... Nicht, dass ich mich da auskennen würde. Ja, aber wie gesagt, Kallax ist eben der Grund, weswegen die auch die Darsteller plötzlich etwas verdreht gucken. Also da geht der Blick geht nach unten, es wird, gibt ein breites Grinsen, die Augen gehen weit auf und man guckt wirklich dämonisch besessen. Und es wird die Frage gestellt, Wahrheit oder Pflicht? Und das stellt natürlich die Freundschaft zwischen den besten Freundinnen und so weiter gewaltig auf die Probe, weil eben viele Wahrheiten ans Licht kommen. Und das ganz Besondere ist, dass wenn man seine Prüfung nicht besteht, also entweder die Wahrheit- oder Pflichtprüfung, dann stirbt man. Und das passiert halt ab und an mal. Okay. So traurig, dass es klingt. Und findet das alles in diesem Ort statt? Da in Nein, das findet, das ist es ja, weil die glauben also. Das natürlich nicht. Also die fahren von der Kirche dann natürlich wieder nach Hause, leicht genervt, weil der letzte Abend jetzt doch ruiniert ist, wegen diesem Spinner mit dem Spiel und alles. Und ab dem nächsten Tag geht's dann los. Ah, okay. Und ja, was soll man noch groß sagen? Das Ziel wird natürlich sein oder ist natürlich dann auch, dass lass uns den Weg da rausfinden. Der ist ein bisschen ja, ekelig, würde ich mal sagen. Wie man aus der Nummer rauskommt, auch bis man dorthin kommt. Es sind so die ja, typischen, wirklich teilweise sehr, sehr typischen Horrorfilm-Klischees, will ich jetzt nicht sagen, aber einfach so diese Kniffe, dass halt mal die Musik lauter wird oder so ein lustiger Schnitt oder sowas. Es sind alles schön drin. Es ist eine grundsolide Nummer, wie es ausgeht. Natürlich verrate ich jetzt nicht. Es wäre ja schade. Ja, es ist so, also aus meiner Sicht, ich muss da auch nochmal anders anfangen. Aus meiner Sicht ist es ein Film, der, glaube ich, bei der jüngeren Generation ganz gut ankommen wird. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war das mit Charlie, Are You There? Total in. Da wurde das auch in Schulen gespielt und war da so der absolute Knaller. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt Wahrheit oder Pflicht wieder mehr und mehr da reinkommt. Was ist das denn? Charlie, are you there? Charlie, are you there? Kennst du es nicht? Nee, kenn ich nicht. Kann mich jemand aufklären? Du legst zwei Stifte übereinander. Damit haben wir es gemacht. Oder wurde es mir beigebracht. Du legst zwei Stifte aufeinander, die ausbalanciert sind. Und dann rufst du dreimal Charlie. Und wenn sich der Stift bewegt, ist Charlie da. Ist ja fast wie Candyman. Dreimal Candyman. Ja, das ist wie, so oder, genau. Ja, genau. Ah, oder, okay. Genau. Bloody Mary oder wie es heißt und so. Das, mhm. Beetlejuice. Ja. Genau. Kurzum, der Film an sich
ist, wie gesagt, eigentlich eine ganz runde Sache, so doof es klingt. Er geht sehr konsequent seinen Weg. Was mir sehr, wirklich sehr gefallen hat, ist, sind diese Dämonen-Fratzen von den einzelnen Darstellern. Die sieht man auch schön im Trailer, wie einfach da die Gesichter sich verziehen, und das kommt schon teilweise so rüber, also ist schon ein bisschen eklig, dass der Logikfehler hat, ohne Ende dieser Film, brauche ich glaube ich nicht erwähnen, sonst wäre es kein Horrorfilm, dass der Dialoge hat, die also derart unterirdisch sind, da würde man bei GZSZ wahrscheinlich für die Dialoge eher einen Oscar bekommen für diesen Film. Muss man glaube ich auch nicht sagen. Wir vermuten immer noch, dass es an der deutschen Übersetzung lag, dass die so fürchterlich platt waren, die Dialoge. Und auch, was man so, ja, was zum einen gut, aber zum anderen auch wieder platt ist, ist diese Zeitsprünge, wo drin sind. Also in einer Szene warten sie vor einer Türe, bis eine für den Film wichtige Person aufmacht und die Hauptdarstellerin sagt, oh, jetzt warten wir schon eine Stunde. Pupp, geht die Türe auf. Hallo! Ja, das war so ein bisschen so, okay, kann man machen. Also wie gesagt, ich denke, die 103 Minuten sind bei Jüngeren ganz arg nett. Für die verbringen wahrscheinlich eine gute Zeit drin. Für jemanden, der schon unendlich von diesen Filmen, glaube ich, gesehen hat, war es jetzt nichts wirklich Weltbewegendes Neues. Oder wie siehst du das, Kate? Ja, ich fand die Story an sich ganz cool gemacht. Also die Idee dahinter mit diesem besessenen Spiel fand ich an sich ganz cool. Ich muss ja sagen, ich bin auch ein Fan, ist jetzt übertrieben, aber ich mag Lucy Hale, die Hauptdarstellerin. Ich finde die eigentlich ganz cool. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht vom Film. Denn zum einen die wahrscheinlich schlechte Synchronisation, die Dialoge einfach so schlecht darstellen hat lassen. Zum anderen aber auch, das Ende. Das, ich weiß nicht, also, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Also, der Christo hat es eine bessere Endtheorie gehabt, kurz vorher. Ja. Die fand ich wesentlich besser. Also das kann man in einen eventuellen Spoiler-Talk packen, aber ja. Das wäre auch viel logischer gewesen. Also, Ich glaube, das ist tatsächlich ein richtig, richtig schöner, wie du sagst, oder wie du es nicht sagen möchtest, ein Teenage-Horror-Film ist. Ich finde es nicht unbedingt beleidigend, wenn man das sagt. Schließlich war damals Final Destination nichts anderes zu unserer Zeit damals. Ja? Da haben wahrscheinlich die Älteren auch gesagt, oh Gott, was kommt mir mit sowas nicht an? Ne? Ich glaube, dass es beim jungen Publikum gut ankommt. Und gerade auch bei den Teenagern, die auch Lucy Hale kennen und aus ihrer ersten Serie kennen, glaube ich, dass das ankommen wird. Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht. Ich muss ihn auch nicht nochmal sehen. Die Kollegen von den Leinwandperlen hatten mich ja auch so ein bisschen davor gewarnt vor dem Film. Also ich hatte denen geschrieben, dass ich vermute, dass der heute gestern kommt bei euch, weil die hatten mir geschrieben, was bei denen lief. Da lief nämlich Wohne lieber ungewöhnlich, den hatten wir ja schon. Und ich wusste ja noch nicht, was in Stuttgart lief. Da habe ich geschrieben, kommt wahrscheinlich dieser Wahrheit oder Pflicht. Da haben sie gesagt, um Gottes Willen, weil die hatten den wohl schon gesehen gehabt. Also sind da auch nicht so begeistert gewesen davon. Ja, ich gucke gerade mal, der hat gekostet 3,5 Millionen nur. Gar nicht schlecht. Und hat. Also ich denke, ganz ehrlich, das würde, glaube ich, locker reinspielen. Hat bis jetzt 47 Millionen eingespielt. Ja, also solche kleinen Horrorfilmchen, die gehen ja immer ganz gut, ne? Wenn die irgendwie eine halbwegs witzige Story haben, sag ich mal, die irgendwie ein bisschen interessant ist oder gerade solche Sachen mit Spring Break oder sowas, kommt ja auch immer gut, gerade so in der Spring Break-Zeit solche Horrorfilmchen. Das funktioniert ja, dann eben schon. Guck gerade mal, wer hat das gedreht? Jeff Wardlow. Was hat denn der noch so gemacht? Bei Kick-Ass hat er das Drehbuch geschrieben. Bei Kick-Ass 2. Und sonst hat er gedreht die wahren Memoiren eines internationalen Killers. Ach, Kick-Ass 2 hat er auch gedreht als Director. Sehe ich gerade. The Fighters. Welcher war das? Never Back Down. The Fighters. Nie gehört. Aber ne, warte mal, lief der nicht auch mal?
in der Sneak Preview. Sagt mir irgendwas, da war ich aber glaube ich nicht. Hm. Naja, klingt jetzt auf jeden Fall so, dass man vielleicht mal auf Sky, wenn der mal dann läuft oder im Streaming-Service. Ja, also wie gesagt, kann man, wenn man ein Teenager ist, kann man glaube ich reingehen. IMDb 4,5 von 10 hat er bekommen. Und hier kann man ja auch immer die demografischen Daten, kann man da ins Detail gehen. Wo liegen eigentlich die besten Wertungen? Die besten Wertungen bei Frauen zum einen. Also Frauen haben eine wesentlich höhere Durchschnittsbewertung gegeben als die Männer. Und die höchsten Durchschnittsbewertungen haben Frauen im Alter von 18 bis 29 mit 5,7 gegeben. Die unter 18-Jährigen haben witzigerweise nur 3,8 gegeben. Männer und im kompletten Durchschnitt nur 3,9. Also die noch nicht Spring Break so richtig machen können, die haben dem gar nicht so gut bewertet. Dann so die Spring Break-Generation hatten eigentlich am besten bewertet fast. Hm. Obwohl Spring Break, seitdem das in Mexiko ist, ist ja auch nicht mehr so. Früher war das ja immer in Florida. Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ist so kein typisches Spring Break, was die da auch feiern. Also. Ach so. Ja. Okay. War ein bisschen komisch. Komisches Spring Break. Die waren nämlich irgendwie die einzige Gruppe, die da Party gemacht hat. Normalerweise ist ja Spring Break an irgendwelchen Stränden, wo dann quasi die ganze Uni hinfährt oder so. Ja. Ich fand es immer ganz cool. Früher hat er MTV am Strand irgendwie, da waren so Konzerte, konntest einfach hingehen, brauchst nichts bezahlen oder so. In Florida, als es noch in Florida war. Mittlerweile ist es ja in Cancun, weil da auch die unter 21-Jährigen schon Alkohol kriegen. Deswegen fahren die alle dahin nach Mexiko zum Spring Break machen und nicht mehr nach Florida. Naja, also eure Wertung? Ja. Ich gebe ihm 5 von 10 auch. Genauso viel wie dem wahnsinnig guten Western mit Christian Bale. Kriegt so viel wie ein Billig-Horrorfilmchen über Spring Break. Ja. Naja. Das spricht für die Qualität des Billig-Westerns. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Ich auch. Das war es aber noch lange nicht mit den Filmen. Wir haben nämlich noch Avengers Civil War. Infinity War. Und wir ganz durcheinander hier mit den vielen Wars da. Die viele Kriege, die der Feinde Hostiles da und sonst was. Da kommen wir aber später dazu, denn das war ja keine Sneak. Jetzt gucken wir erstmal in die Sneak-Tipps für morgen rein. Was sagt denn da der Sneak-Master? Wie ist denn da der Hinweis? Für die nächste Sneak meinst du jetzt? Für morgen. Aus alter Gewohnheit habe ich gesagt, für morgen. Ja. Du hättest das jetzt mal nonchalant überspielen können. Ja, nee, keine Chance, nicht bei mir. Da schlägt der Lehrer gnadenlos zu. Gnadenlos. Tipp für die Sneak Nummer 948 für den 7. Mai wäre: Wer hätte das gedacht? Na, wer hätte das gedacht? Ich glaube, da sind jetzt noch nicht allzu viele Tipps da, deswegen... Gar keine. Oder? Gar keine. Also, gar weil keine. Ich habe mich auch noch nicht so... Ich hätte ja eher gedacht, bei wer hätte das gedacht, dass dann so ein Top-Kracher kommt wie Han Solo oder irgend sowas. Ich werde das mal tippen, diese ganzen Top-Filme, die demnächst anlaufen. Und dann kommen sie alle ins Kino und sind dann enttäuscht. Und, Erik, aber du hast gestern doch trotzdem was verpasst in der Sneak. Kam der Trailer von Han Solo. Denn... Ah, nee, ich glaube, du warst aber schon mal. Wir waren ja diesmal im Cinema. Ach so. Hm? Und das Cinema ist ja so schnucklig klein. Da war ich aber auch und schon... Und so schön umgebaut. Da war ich auch schon, glaube ich, da war die Originalversion von Manchester by the Sea damals, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist ein schnuckliges, kleines Kino und der Chris hat zum Moderieren sogar ein Mikro gekriegt. Haben da welche keinen Platz gefunden, bekommen? Oder weiß ich nicht. War voll besetzt? Und Ja. Glaub schon. Chris war voll, ja, ne? Haben bestimmt welche keine Karten mehr gekriegt dann. Naja, dann kommen wir mal zu dem Hauptfilm des Abends sozusagen, nämlich Avengers Infinity War. Und vielleicht als kleinen Hinweis für alle, die sagen, jetzt schalte ich aus, das will ich nicht hören. Ich habe gehört, da gibt es Spoiler. Ja, und so. Thanos möchte das nicht. Wir werden dann einen extra Spoiler-Talk machen. Wir werden irgendwie so eine Minute ohne Spoiler reden. Ich glaube, viel mehr geht da nicht. Geht gar nicht. Und dann werden wir irgendwie so einen Spoiler-Talk reinpacken. Ich habe schon geguckt, meine Sirene gibt es immer noch nicht in meinem Soundboard, obwohl die in dem Verzeichnis liegt. Na, egal, kriegen wir schon irgendwie hin.
Wer möchte das denn von euch Superhelden-Experten mal vorstellen? Sonst, ansonsten müsst ihr damit Vorlieb nehmen, dass ich das mache. Ne, geht ja relativ einfach. Wenn man den letzten Thor gesehen hat, weiß man, wo der Film anfängt. Den habe ich nicht gesehen, aber siehst du? Ist vielleicht umso interessanter, wie ich den jetzt gesehen habe, den Film. Das heißt, also für dich heißt es, der letzte Thor, also Thor 3, endet quasi damit. Also bei Thor 3, da sieht ein riesen Raumschiff aus und okay. Man fragt sich, hoppala, was das jetzt? Okay. Bei ich hasse Infinity solche Cliffhanger im Kino, furchtbar. Aufgeklärt. Kann man sowas machen, dauert ja ewig, bis es dann weitergeht und so. Im Kino. Bei Serien geht es immer noch, bei Netflix oder irgendwas, wenn man weiß, nächste Woche kommt die neue Folge, aber im Kino, ey, solche Cliffhanger, na gut. Umso besser, dass ich gleich mit dem... auch eingebaut. Umso besser, dass ich gleich mit dem nächsten eingestiegen bin. Genau. Also, wie gesagt, Avengers fängt damit an, dass man einen ziemlich vermöbelten Thor sieht, einen noch ganz schön heilen Loki und man lernt Thanos kennen, um den es in diesem Film hauptsächlich gehen wird. Der Oberbösewicht, der jetzt in den letzten 6 Jahren eigentlich immer nur im Hintergrund irgendwie mal erwähnt wurde oder in den Post-Credit-Scenes sein Hallöchen hatte. Ja, er ist jetzt da. Thanos möchte alle Infinity-Steine für sich beanspruchen oder möchte alle haben, weil was ist das Ziel, Erik? Seinen Swarovski-Steine-Handschuh komplett zu bekommen. Genau. Also die einen sammeln Panini-Bildchen, er sammelt Infinity-Steine. Vom Prinzip her möchte er allerdings die Hälfte der Welt auslöschen will. Er möchte für das Gleichgewicht im Universum sorgen. Genau, deswegen will er die Hälfte auslöschen, damit es wieder in Waage kommt. Nein, nur wenn es sein muss. Es muss ja, will er ja. Tja, finden die Avengers natürlich nicht so cool, wie man sich vorstellen kann. Und ja, was passiert noch groß? Die Avengers treffen auf die Guardians of the Galaxy. Die spielen auch mit, die spielen auch eine Rolle. Es ist ein riesiger Auflauf an Superhelden. Es ist 2,5 Stunden eigentlich Action, kann man das sagen? Nee, kann man. Also 2,5 durchgehend? Nee. Also ich fand ja gerade auch, da waren sehr viele ruhigere Szenen drin. Immer mal so wieder ein bisschen bremsen, aber danach ging es wieder ab wie Schnitzel. Und vor allem auch extrem lustige Szenen. Also extrem emotionale Szenen auch. Ja. Und was ich am geilsten fand, waren ja wirklich, du hast ja jetzt nicht alle Superhelden jetzt auf einen Schlag sofort in dem Film gehabt, sondern die haben ja ihren Auftritt bekommen. Und das finde ich gut. Wenn das jemand gut inszenieren kann, wenn jemand Neues, eine neue Person dazukommt und die bringt quasi so eine Aura mit in den Raum und auf die Leinwand, wenn das jemand gut inszenieren kann, boah, und das war hier jedes Mal so, dass jedes Mal, wow, der kommt jetzt und wow, geil und so. Ging es euch nicht so? Ihr seid doch noch mehr in der Szene. Ja, das Problem ist, der Chris, der schlägt ja ein paar Leute. Ja, der sagt jetzt gerade, die Avengers treffen auf die Guardians of the Galaxy. Dürfen wir mal kurz nicht vergessen, dass hier wir auch noch Doctor Strange dabei haben und den jungen Spider-Man, der damals noch kein Avengers ist. Also muss man den auch separat erwähnen. Ja. Und hier unseren Zauberer, Doctor Strange. Mein neuer Lieblings-Marvel-Held. So. Den darf man nicht vergessen. Müssen alle vorsichtig sind sein. Zusammen. Spoiler, dünnes Eis und so. Aber sind alle da? Ja, na, ja fast. Ja, ja, Batman ist nicht da, ne? Oh Gott, er hat DC ja reingebracht. DC. Ja, ich weiß, ich habe es mit Absicht gemacht. Nein, es wird auch erklärt, warum der ein oder andere nicht dabei ist. Das finde ich ganz kurz mal erwähnt. Das finde ich gut. Und ansonsten, buntes Feuerwerk, würde ich mal sagen. Wie Mischmasch aus sämtlichen Emotionen habe ich dadurch lebt in diesem Film. Genauere Instruktionen und genauere Aussagen gibt es dann im Spoiler-Talk, weil es brennt mir so auf der Seele. Aber toller Film. Was aber ganz gut gewesen wäre, weil nee, ich glaube, das sage ich im Spoiler. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sage. Was mir jetzt geholfen hätte, wo ich ja den, ich habe ja den vorhergehenden Thor noch nicht gesehen, den schiebe ich noch ein bisschen vor mir her.
wenn sie quasi wie bei Star Wars irgendwie so Rolling Credits, so was bisher geschah und sowas. Also ich meine, wenn sie sich wirklich darauf beziehen, ja, hätten sie wenigstens mal irgendwie eine Texttafel oder so. War der eine, war das dieser Black Panther auch? Ja, ne? Der war ja, auch, genau, ja. Dachte ich die mir fast. Die waren ja in diesem weil den kannte Königreich ich ja, von Wakanda. Weil den kannte Wakanda. Ich ja noch nicht. Den Film hatte ich ja auch noch nicht gesehen. Habe ich mir fast gedacht, weil der wurde auch nie als Black Panther angesprochen. Habe ich mir aber selber zusammengereimt. Aus dem Kontext. Naja, nee, ansonsten, was halt extrem cool war, wie die erstmal miteinander interagieren mussten. Also die kannten sich ja nicht, ist ja jetzt nicht so, hey, alle Actionhelden treffen sich immer mal so, hey, ja, und hängen mal zusammen ab und so, sondern die treffen dann irgendwo aufeinander, hey, wer bist du denn? Bist du der Thanos? Nee, ich auch nicht. Und, ja, was macht ihr denn hier? Ja, lass uns doch zusammenarbeiten und so. Da waren so viele extrem witzige Szenen drin und auch die Szenen mit Doctor Strange und Iron Man und so, wenn die beiden, die sich da immer. Es ist einfach ganz, ganz toll mit dem jungen Spider-Man und dem Iron Man. Und ach, es ist einfach total wunderbar, der Film. Ja, es war auch nicht so, ich war ein bisschen übersättigt von diesen ganzen Filmen, wo so viele Superhelden auf einmal da sind. Das war irgendwie so, ja, da hat der eine die Kraft und das und das. Und da wusste ich dann gar nicht mehr, was Phase ist, weil ich dann nicht ganz so tief in der Materie drinstecke. Und hier fand ich es zum ersten Mal richtig ein gelungenes Storytelling, dass eben nicht alle so baff, baff, baff und dann kommt der plötzlich raus und schleudert den Blitz und so, sondern dass hier wirklich die einzelnen Charaktere einzeln eingeführt wurden oder halt quasi mit ihrer Gruppe zusammen und dass dann so peu à peu sich die Story aufgebaut hat. Deswegen braucht der Film natürlich auch seine Zeit, bis es wirklich losgeht mit den richtigen Action-Szenen, aber das fand ich hier wirklich gut gelungen. Ja. Naja, aber es fängt ja schon ziemlich krass an, muss man ja mal sagen. Ja. Ja. Es fängt schon krass an mit der ersten Szene. Wo ich sagen würde, bin ich mir noch nicht mal so sicher, ob die Szene, ob das, was da im Endeffekt passiert, ob das auch wirklich passiert ist. Ja, da reden wir nachher mal, oder sind wir jetzt eigentlich, wir sind eigentlich schon fast durch, oder? Ja. Na, man kann eigentlich wirklich nicht viel sagen. Also, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, es ist ein brutal schlechter Film mit sehr schlecht entwickelten Charakteren. Das CGI vom Bösewicht ist absolut katastrophal. Die erste Hälfte ist absolut stinklangweilig. Die Geschichte ist öde und die Helden lassen sich eigentlich auf einen reduzieren. Also das war Justice League und Infinity War ist wirklich sehr intensiv und fast schon perfekt. Hast du jetzt die Kritik bei Filmstarts vorgelesen? Oder? nee, also von mir kriegt der Film 9 Punkte. Ich fand den wirklich sehr, sehr unterhaltsam, den Film. Und jetzt habe ich auch Lust, den vorhergehenden Tor noch zu gucken, wenn du sagst, der ist ja Basis. Ja, der Tor, der lohnt sich wirklich auch. Ja, ich habe Lust. Ja, der ist auch echt gut. Zeitlich da. Den gibt es ja jetzt schon auf Blu-ray, glaube ich, ne? Habe ich schon irgendwo mal. Ja, den gibt es auch so zum Streamen auch. Ach so, was in irgendeinem Paket mit drin oder was? Na, dann muss ich mal gucken. Nö, du kannst Sky Go oder was? Ah, nee, also zum Kaufen. Haben wir den nicht bei unseren Käufen, Chris? Kann der Erik ja mal vorbeikommen und machen einen Filmabend. Haben wir den nicht bei Amazon gekauft? Genau. Schau mal. So, also ich bin übrigens auch bei 9 von 10. Ich bin auch bei 9 von 10. Es gibt immer noch was, was man besser machen kann, aber fast schon 9,5, weil er war wirklich großartig. Ja. Definitiv. Also wenn ich das schon sage und ich stecke ja nicht so in der Materie so drin, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal. Ich mache mal hier ein Geräusch, damit ich hier irgendwie ein Audio-Indikator habe, wo es losgeht. Achtung, Spoilerwarnung. Bitte ausschalten, wenn ihr den Film noch sehen möchtet. Aber was redet man als erstes da über das? Wir fangen gleich an mit Loki. Ob Loki, ja. Ob der wirklich, der war ja dann weg, glaub, ne? Doch, der ist tot. Der war ja dann irgendwie weg. Ja, die haben dem doch, der hat ihm doch die Kehle zerdrückt und dann ist er weg. Naja, meinst du wirklich, der ist schon ein paar Mal wiedergekommen, glaube ich, oder? Eben. Also, Entschuldigung, also, der hat ihm quasi den Hals komplett zerquetscht. Ey, ist das nicht ein Gott? Kann man einen Gott einen Hals zerquetschen? Also, naja. Das ist es. Also ich glaube noch nicht, dass Loki weg ist. Aber doch, die Lichter sind schon ganz schön ausgegangen und ich glaube, der Thor, der erkennt das schon, obwohl der hat es beim letzten Mal auch nicht erkannt. Dass er, okay. Ja, also das ist noch ein. Andererseits kann der Loki nicht mit der Realität spielen? Kann der nicht so eine falsche. So, das hat er doch bei Thor auch gemacht. Er kann sich falsch
zeigen, ja. Also er kann sich mehr. Ja, aber vielleicht hat er das ja auch gemacht. Deswegen, wie gesagt, ich wäre da vorsichtig. Also bei Loki, da traue ich alles zu. Wenn allerdings Loki wirklich hinüber sein sollte, dann ja, dann ist es okay. Dann hat er aber auch von seinem Charakter her, von der Entwicklung durch die Filme, einfach auch die Endstufe jetzt erreicht gehabt. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich wäre er da sowieso am Schluss vom Film einer von den Zweien gewesen, die es erwischt. Vielleicht. Ja. Also nächster Tod, der in Frage steht. Stell dir mal vor, Loki hat es trotzdem irgendwie überlebt, so rafft sich da irgendwie auf, da ist irgendwie und dann plötzlich am Ende zerfällt er zu Staub. Ja. Kann passieren. Aber zum Ende kommen wir ja später noch, glaube ich. Ne? Aber cool fand ich die Rolle, die wollte ich jetzt auch nicht spoilern, hier vom Peter Dinklage, ja, der Kleine, der dann hier irgendwie der Waffenschmied ist. Jetzt mal an euch die Frage, hat jetzt dann von Thor von jetzt ab immer die Axt und keinen Hammer mehr? Oder wie? Na, Thor hat die Waffe ja in dem Fall eigentlich, das, naja. Jetzt muss ich dich wirklich spoilern für Thor 3, weil Thor braucht gar keinen Hammer. Was? Ja. Okay. Was macht er da mit der Faust? Der Hammer ist quasi nur sein verlängerter Arm. Ach so. Er kann auch ohne. Okay. Er kann das nämlich alles ohne. So, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt da gespoilert habe, aber deswegen hat er jetzt halt diese Axt an sich machen lassen. Klingt jetzt nicht so dramatisch. Auch einfach in dem Wissen. Ja, aber der Hammer wird ja zerstört in Tor 3, deswegen. Ach so. Braucht er ja die neue Waffe, deswegen muss er ja dahin zu diesem Stern. Ja. Und sich eine neue Waffe holen. Können wir kurz über Teenage Groot reden? Ja, ist lustig. Weil ich habe auch so ein Telespiel früher gehabt. Der die ganze Zeit dieses Spiel dattelt. Ja, aber Groot war überhaupt kein Faktor in dem Film. Nee, doch, gar nicht. Der hat den Stiel von der Axt gemacht. Ja, genau. Ja. Aber ansonsten, wenn du dir überlegst, dass Groot im ersten Guardians of the Galaxy eigentlich völlig overpowered war und eigentlich das hat er ja alle alles gerettet da wunderbar dann, gerettet hat. Baby Groot war auch ziemlich cool. Im zweiten dann Baby Groot schon, ja. Jetzt war halt ein gelangweilter Teenager, ist doch süß. Haben sie denn da aber extrem zurückgenommen. Ja gut, das war ja so ein Ensemble-Film mit so vielen, du konntest nicht auf jeden da einen Fokus legen. Ich fand, das haben sie schon ganz gut gemacht. Ja, da hatte jeder, der jetzt nicht im vollen Fokus stand, hatte so zwei, drei coole Szenen, sodass du es irgendwie in Erinnerung behältst und das reicht ja auch. Kannst nicht auf so alle, dann geht der Film 5 Stunden oder so, da jeden noch ein paar coole Szenen schreibst da. Aber ich fand das schon echt, also dieser hier, der von Paul Bettany gespielte, wie hieß er, Vision? Ja? Ja. Den habe ich vorher auch noch nirgendwo gesehen. War der schon mal irgendwo? Also in keinem von den Filmen, die ich gesehen habe. Sag ich mal. Du hast, in welchen Filmen? Du hast Age of Ultron nicht gesehen, oder? Den habe ich nicht gesehen, ja. Ja, da kommt er vor. Ist das nicht ein Transformers-Film? Da entsteht er. Du weißt aber schon, dass Vision eine Mischung aus Age of Ultron ist und Jarvis, aus dem Computer Ultron, von Iron Age Man. Age of Ultron heißt der Film. Ja, ich weiß. Ja, weil von diesem Viech da. Also vielleicht macht ihr mal noch eine Liste, welche Filme man vorher gesehen haben sollte, bevor man diesen guckt. Alle. Weil ich mag Paul Bettany total. Also ich gucke eigentlich, ich habe eigentlich fast alles von dem gesehen, bis auf dieses Age of Ultron da. Offensichtlich. Ich gucke gerade hier bei IMDb. Nee, kommt mir nichts bekannt vor. Aber da irgendwie das. Nee. Nee. okay. War anscheinend einer von diesen riesigen Avengers-Filmen, die ich ausgelassen habe. Naja, aber auf jeden Fall, also der konnte halt immer irgendwas sehen, oder was? Vision? Oder was? Was war dem seine Superpower? Vision hat ja lustigerweise, besteht ja aus drei verschiedenen Sachen. Also Vision besteht aus Ultron, Vision besteht aus Jarvis und eben aus dem Infinity-Stein. Okay. Dann muss und das vermischt sich ja auch immer mehr. Und die Entwicklung war ja auch noch nicht ganz fertig. Ach so. Was konnte der? Oder? Alles. Alles? Eigentlich alles. Okay. Du konntest nur nicht abrufen. Okay. Und die Frau, mit der er zusammen war, die wurde ja gespielt von der, die kannte ich irgendwo her. Das ist eine Olsen. Genau.
Die hat ja irgendwelche roten Feuerdinger da. Roten Feuerdinger? Alter, Scheiße. Ja, die roten Feuerdinger. Wer war das? Musste man. Oh Gott, du machst dich fertig. Die war also, da bestimmt auch in dem, den, ja, den ich noch nicht geguckt habe in dem Film, oder? Dann muss ich Scarlet Witch. Scarlet Witch. Okay. Ja. War die auch in dem Age of Ultron, den ich. Die war auch in. Okay. Also Wanda Maximoff, irgendwie sowas. Maximoff. Wanda Maximoff. Und jetzt Zwillingsbruder Pietro Maximoff. Wanda. Aber Pietro stirbt im ersten. Das ist Quicksilver. Mhm. Quicksilver kennst du aus X-Men. Ja, Quicksilver sagt mir was. Genau, und der hat eigentlich eine Zwillingsschwester. Ah, okay. Und die haben sie da auch mit eingeführt bei denen und oder ist halt damit drin und Quicksilver stirbt in dem Teil im Civil War. Und okay, sie eben nicht. Die war da aber auch bei First Avenger Civil War, ne? Den hatte ich ja gesehen. Das ist ja Captain America Civil genau, War. Genau, den rede ich davon. Ja. Den hatte ich ja gesehen, deswegen kam die mir auch bekannt vor. Hm, okay. Genau. Also muss ich mal auf jeden Fall Age of Ultron noch nachholen und den Thor 3 war das, ne? Genau. Okay. Hast du den zweiten Guardians gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Okay. Der war auch nicht so gut, fand ich. Ja. Ich fand den ganz gut, aber egal. Nicht so gut wie der erste. Der erste war irgendwie cool. Genau. Du hast mitgekriegt, warum Ant-Man nicht dabei war? Das fiel mal irgendwo der Satz, ne? Aber irgendwie so richtig mitkriegt habe ich es nicht, ne. Ant-Man war nicht dabei, weil er Hausarrest hat. Okay. Und das genauso löst sich Hawkeye auf in Ant-Man and the Wasp. Da löst sich das übrigens auf. Okay, den habe ich auch. Hawkeye ist auch nicht dabei, weil die sind beiden bei ihrer Familie. Die haben beide Hausarrest. Okay. Kommen aber dann im nächsten Teil. Ant-Man and the Wasp. 26. Juli kommt der. Bei uns ins Kino. Ja. Den ersten fand ich extrem gut, den ersten Ant-Man. Der erste war extrem cool, ja. Ja, kommen wir doch nochmal zurück hier zu Infinity War. Glaubst du, dass Gamora gestorben ist? Die sah schon ziemlich tot aus, ne? Und ich meine, wenn der Mann, der die Macht über die ganze Galaxie hat, durch die Infinity-Steine auch glaubt, dass sie gestorben ist und da die Trauer in sich trägt, dann wird das schon, denke ich mal, stimmen. Oder es ist eine Finte. Es ging aber nur darum, dass er ein Opfer bringt. Ja? Heißt ja nicht, dass sie tot sein muss, deswegen. Naja. Allein, dass er sie über die Klippe schmeißt, ist ja schon das Opfer bringen. Meinst du? Hm. Kann sein, weil naja, es geht, sie spielt soll halt ja im nächsten Guardians of the Galaxy wieder mit. Achso, sie spielt da. Der nächsten, ja. Wie ordnet der nächste Guardians sich denn zeitlich ein? Ist der denn, da bin ich auch noch gespannt. Das weil weiß ich auch noch nicht so kann ganz natürlich sein, dass der vorher ist. Ne? Und es gibt ja auch einen neuen Spider-Man-Film. Kann man jetzt auch, wir sind ja am Spoiler-Talk, ne? Am Schluss löst sich ja die Hälfte der Universumsbevölkerung in Staub auf und da sterben natürlich einige. Und hinterlässt viele fragende Gesichter, schätze ich mal. Und da ist halt Spider-Man auch einer davon, der sich auflöst. Und ja, richtig. Aber da hat der Chris eine wunderbare Theorie dazu. Und zwar, dass die sich alle aufgelöst haben, gar nicht tot sind. Sondern? Chris? Naja, es gibt verschiedene Theorien. Entweder hat Marvel oder das Marvel Cinematic Universum, also das MCU, damit jetzt wirklich diese alternativen Universen geschaffen, in denen die weiterleben und in denen die arbeiten oder halt agieren. Oder, was halt auch noch sein kann, zweite Theorie ist, dass die im Infinity, in dem Seelenstein weiterleben. Okay. Weil der Seelenstein eigentlich dafür auch da ist, die solche verlorenen Seelen und auch sowas mitzuschützen oder sowas. Also in die Richtung geht es. Dann müsste man müsste jetzt jemand habhaft werden, dieses Steins, um das wieder irgendwie umzukehren dann. So, und jetzt ist nämlich die nächste Frage. Die Sache ist ja, Thor sagt am Ende, also als er da Thanos dann seine Axt in die Brust rammt, ja, das Letzte ist ja, was Thanos macht, ist mit dem Finger zu schnippen, richtig? Hat er geschnippt? Ja, geschnippt und dann sind Aachen sich alle aufgelöst. Er hat die Faust geschlossen. Nee, der hat geschnipst. Mhm. Und dann ist er ja da zurück und er sagt ja noch, du hättest auf meinen Kopf zielen sollen und dann
fällt er da zurück in dieses Loch und du weißt auch nicht, wo er rauskommt, weil du siehst ihn dann, wie er auf der Veranda hockt in der Sonne. Richtig? Ja gut, der ist ja vorher erstmal noch bei seiner Tochter da. Und die ja, sagt die ihm, fragt, was ist passiert? Du hast wirklich gemacht. Und dann sieht man ihn da auf seinem kaputten Planeten sitzen. Ja. Meinst du, dass er da vielleicht, er hat ja auch die Möglichkeit, so Visionen zu erzeugen oder so, dass er das alles für die nur als Vision oder was? Nee. Das ist natürlich jetzt auch noch eine Theorie. Es gibt halt verdammt viele Theorien, ne? Also ich glaube am ehesten an diese Theorie, dass die jetzt nicht, dass die nicht tot sind, sondern dass die in ein paralleles Universum gebracht wurden, quasi. Ja. Sowas wird also, ja normalerweise es gerne muss gemacht. Ja eine Erklärung geben. Es gibt ja einen vierten Avengers-Film und wenn wir davon ausgehen, dass dann würde es ja nur noch Cap und Iron Man geben. Und die zwei alleine ergeben keine Avengers. Ja, und Rocket. Und Rocket, genau, stimmt. Rocket gibt es auch nur noch alleine. Naja, ist halt also alles die Frage, wie das zeitlich eingeordnet wird, ne? Ja. Das kann natürlich, das ja, wenn das vorher spielt und oder so. Hm. Nee, das ja, kann eigentlich gar nicht vorher spielen. Ich möchte auch nochmal an das Ende erinnern von Guardians of the Galaxy 2. Oh, lang ist her. Was war da jetzt? Ja, da fliegen die doch und dann sehen die ein Riesenraumschiff. Na, nicht nur das, die Post-Credit-Szene wieder. Ah, welche war denn das? Ja, genau. Das war das mit diesem goldenen Menschen. Ah, ja, die kommen Aisha, ja im nächsten Teil wieder vor, habe ich gelesen. Das sind die, wo ganz gold sind, ja? Ja. Die ja da, denen sie ja was geklaut haben, wo sie ziemlich pisst war und ja gesagt hat, hey, wir haben aber hier eine... Was? Die Batterien. Ja, genau. unter anderem, ja. Und die waren ja ziemlich pisst und haben ja da auch schon was angekündigt. Und das könnte nämlich Adam Warlock sein. Hm. Und da Thanos ja jetzt mit keinem mehr so wirklich gut kann, könnte das nämlich auch noch so ein Charakter sein, der da auch noch kommt. Und der kann dann nämlich auch noch gewaltig aufräumen. Dann wird es nochmal richtig spannend. Also wie gesagt, es ist so... Es ist in so viele Möglichkeiten einfach noch offen, meiner Meinung nach, wo sich das hinentwickeln kann und wie es weitergehen kann. Ha! Ja. Ich glaube ja, oder mein erster Gedanke war ja, der Sherlock, der stirbt ja. Und der hat ja vorher gesagt, ich habe alles gesehen, es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir gewinnen können. So. Nein, er hat gesagt, ja. Eine, wie wir überleben. Ja. Ja, aber wenn er sagt, wie wir überleben, dann schließt es das ja ein, denke ich mal. Also ich denke mal, er hat aber auch gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, ja. Bevor er sich aufgelöst hat. Hat er gesagt, das ist die einzige Möglichkeit. Genau. So. Also, hat er das vielleicht vorausgesehen, dass er sich auflösen muss und dass dann, was jetzt auch immer kommt, passieren muss, damit das alles wieder quasi zurückgedreht wird, keine Ahnung. Es gibt ja da die Möglichkeit, auch mit diesem Einstein, dass man da die Zeit wieder zurückdrehen kann und sowas. Vielleicht gibt es dann im nächsten Teil. Aber werden wir dann sehen. wird er dann bestimmt irgendwann im Kino aufschlagen. Falls jemand von den geschätzten Hörern, nur mal so als Zwischenanmerkung, da eine Theorie hat, bitte nicht in die Kommentare wegen Spoilergefahr. Schreibt es einfach an kate@kinocast.net. Yay! Genau, dann können wir vielleicht beim nächsten Mal etwas verschlüsselt darauf eingehen, dann, dass wir es nicht, oder wir machen dann einen Spoiler-Talk über eure Kommentare. Ja, vielleicht hat da irgendjemand den Stein der Weisen gefunden, der die Erleuchtung bringt. Auf jeden den Fall. Den hat sie nicht verloren. Auf jeden Fall. Echt cooler Film. Also, jetzt. Ja, und jetzt mal ganz im Ernst, du glaubst doch nicht, dass die so viele von den Helden einfach mal sterben lassen? Das ist aber jetzt echt ein Problem. Jetzt gehst du denkst jetzt, oh cool, ein Avengers-Film, ich habe jetzt da nicht alle gesehen, aber irgendwie ist das ziemlich cool, wenn die da alle zusammen. Ich gehe jetzt in den Film und gucke mir den an und habe eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung davon. Du hockst in dem Kino und bist hinterher total fertig. Ja? Weil plötzlich alle für deine Augen gerade gestorben sind, ja, weil sie haben sich ja aufgelöst, ne? Sie sind tot und du hockst wohl wahrscheinlich vor dem krassesten Cliffhanger in der ganzen
Marvel-Geschichte bisher. Wie kacke ist das für jemanden, der sie nicht auskennt? Da ist sogar ich saß da plärrend da, als ich die Hälfte meiner besten, liebsten Marvel-Helden aufgelöst habe. Und dann teilweise auch noch die falschen. Ja, so, also ich möchte doch noch ein paar Sachen loswerden, wenn ich darf. Klar. Ja. Erstens, ganz am Ende Nick Fury, der sich auch auflöst, der einen kurzen Auftritt hat. Und auch der lässt ja diesen Beeper fallen. Die Dings hier, wie heißt der? Die Robin hier von How I Met Your Mother. Robin Schabatzky. Genau. Das wird auf alle Zeiten Robin Schabatzky bleiben. Keine Chance, da rauszukommen. Aber der lässt ja diesen Beeper fallen. Der ruft ja jemanden. Weißt du, wen der gerufen hat? Miss Marvel. Was? Miss Marvel? Wie heißt das? Captain Marvel. Captain Marvel, genau. Captain Marvel, genau. Weißt du auch, wer die spielen wird? Nö. Gibt's da schon Brie Larson. Ach, guck an. Ja, guckst du mal. So, und Captain Marvel ist auch nochmal eine Hausnummer. So, das mal dahin. Also das heißt, Captain Marvel kriegt ja einen eigenen Film, kommt dann auch beim nächsten Avengers mit drin. Aber okay. Gut, nochmal ganz kurz zurück. Erstens, Doctor Strange und sein Plan, ne, wie es weitergehen könnte. Also, der weiß, der kennt den einzigen Weg, der dazu führt, dass sie das überleben, dass sie das schaffen. Richtig? Ja. Und er gibt auch dann seinen Infinity-Stein, also den Zeitstein, gibt er auch kampflos quasi her dann am Ende. Ja. Im Endeffekt kampflos. Ja. Wobei ich mir an einer Stelle da nicht ganz sicher bin. Also ich habe ja meine Theorie überzeugend rübergebracht, das weiß ich schon. Aber weil es gab ja dann noch so ein überraschendes Element, was da eben noch mit reingekommen ist, was da vielleicht nicht vorhergesehen hat. Dass dann eben die Emotionen von Quill und so, ja, dass das dann mit reingespielt hat. Das hatte, aber obwohl, der kann ja eigentlich alles vorhersehen. Also wenn, dann hat er das ja auch mit vorhergesehen, was da passiert, oder? Weil dann sieht er ja quasi die Zeit so, wie sie abläuft, oder? Ja. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich denke eher, erst sterben, dann auferstehen. Glaube ich, geht eher in die Richtung. Okay? Ja, könnte sein, okay. Ja. Dann zweitens, wo ist Ant-Man? Der war in dem Film... Hausarrest, habe ich gehört. Hat mir irgendjemand gesagt. Der war ja, Hausarrest, genau. Aber war er da wirklich? Er war ja im... In seinem Film war er ja im subatomaren Raum gefangen, richtig? Ja. Das war aber da, wo es sich so ganz, ganz klein gemacht hat. Ja. Hm? Vielleicht war der in dem Stein drin und ist jetzt mit bei Thanos. Mensch. Vielleicht kann man aber auch im subatomaren Raum die Zeit zurückdrehen. Ach du großer Gott. Das wird sehr philosophisch hier. Dann Nebula. Wir erinnern uns an Nebula. Ja. Ja. Ha. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, dass die nicht auch noch irgendwie eine Rolle spielt. Also, sonst käme die auch wieder zu kurz. Ich glaube, dass da auch noch was kommt. So viel. Auf jeden Fall ein toller Film mit sehr vielen Spekulationsmöglichkeiten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, eben. Also es lässt sehr viel offen auch für Marvel, in welche Richtung es dann geht. Ich meine, die würden schon wissen, in welche Richtung es geht. Habe ich nicht gelesen, dass der Avengers 4 schon abgedreht ist? Ich habe sogar... Die wollten das an einem Stück durchdrehen, aber konnten sie dann nicht. Ach so, weil das hatte ich nämlich gelesen, dass sie das Back-to-Back, deswegen war das jetzt irgendwie, hatte das den internen Titel, was wir gerade gesehen haben, Avengers Infinity War Part 1. Genau, und den Titel vom zweiten Teil oder vom nächsten verraten sie noch nicht, weil er würde was spoilern für den jetzigen. Das habe ich aber jetzt schon irgendwo gelesen, nachdem ich den Film jetzt gesehen hatte, hatte ich irgendwie ein bisschen mal gegoogelt gehabt, da stand irgendwo schon, oder war das nur eine Vermutung wahrscheinlich dann? Ja. Vielleicht heißt er dann die Rückkehr der Avengers. Ja. Die Wiederkehr. Ich finde es eh nicht mehr. Die Auferstehung. Ja, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer finanzieller Erfolg bis jetzt, der Film. Also gerade nachdem Black Panther ja auch schon überraschenderweise, muss man sagen, sehr gut abgeräumt hat, hat jetzt auch Infinity War relativ kurz danach, ja doch auch, ich suche es gerade raus hier, habe mich aber gerade vertippt hier, ich hatte nämlich gelesen gehabt,
Das liegt nämlich jetzt bei weltweit schon 640 Millionen Einspielergebnis. Und bei so einem Film mit 2,5 Stunden Laufzeit, das ist schon eine Hausnummer. Ja, also hier Production Budget, Budget steht zwar jetzt nicht hier, aber das wird bestimmt im Bereich von, weiß nicht, 300 Millionen, schätze ich mal, mindestens liegen. Wenn nicht sogar noch mehr, bei den ganzen Effekten. Aber der hat sein Heu schon wieder drin, schätze ich mal. Und der ist, was steht hier? Top-Rated Movies. Ist er in der IMDb auf Rang 9 zurzeit. Also in der insgesamt besten Liste. Aller Filme. Ja. Ja. Ist direkt Platz 8 ist Pulp Fiction und danach ist Zwei glorreiche Halunken und Platz 11 ist Fight Club. Also in illustrer Gesellschaft, wobei natürlich da immer ja, dieser Bass mit drin ist, wenn jetzt ein Film neu ins Kino kommt und viele sind begeistert, die voten ihn dann erstmal hoch. Und wenn da ein bisschen Abstand einkehrt, dann fällt das manchmal noch ein bisschen. Mal gucken, ob das hier auch passiert. Bin da sehr gespannt. Und ganz kurz noch die Klugscheißer-Frage: In welcher Phase befinden wir uns jetzt? Fragst du mich das? Keine ersten. Ahnung. Nein, wir befinden uns in der dritten Phase. In der dritten schon? Ja. Eieiei. Von wie vielen? Von 4. Oh, am Ende sind sie alle tot nachher. Alle tot am Ende. Zu der dritten Phase gehören jetzt noch dazu dann Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel und Avengers 4. Mhm. Und dann Ende Gelände. Das war's dann. Und dann vierte Phase ist Spider-Man 2, Guardians of the Galaxy Volume 3 und noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere Filme. Okay. Also, es bleibt spannend, was das angeht. Ja. Superheldenfilme werden immer weitergehen, schätze ich mal. DC dreht ja auch noch. Ja, Comics geben auch so viel her, also von dem her. Ja, ich würde bloß trotzdem gerne mal wieder so andere Comic-Verfilmungen sehen, von anderen Comics, die jetzt nicht aus dem Marvel- oder DC-Universum kommen, weil da gab es auch immer ganz gute, was weiß ich, hier Sin City oder sowas, die Edgar-Miller-Sachen oder so ein bisschen düstere, ja, Realverfilmungen. Vielleicht kommt da mal wieder irgendwas, mal gucken. Bin gespannt. Ghost in the Shell fand ich auch ziemlich gut. Mal ein japanischer Manga, der verfilmt wurde. Hm. Jo, haben wir noch irgendwas in dem Spoiler-Talk? Ja, ich finde es extrem schade, dass Robert Downey Jr. nicht zu Benedict Cumberbatch gesagt hat, hey Sherlock. Ja. Das hätte ich gefeiert. War aber so schon witzig genug. Aber das, ja. Ja, die war, das war schon. Wenn der eine Sherlock zum anderen Sherlock. Na gut, dann beenden wir den Spoiler-Talk jetzt, oder? Ja. Ja. Okay. So, willkommen zurück, liebe Hörer. Wir sind wieder da aus dem Spoiler-Talk und wir werden jetzt auch nicht spontan verraten, wer alles gestorben ist. Nein, Spaß beiseite. Wir machen mal weiter mit den Filmstarts. Ich fand die Sexszene mit Captain America und Bucky fand ich echt krass. Aber okay. Sexszene mit Groot und mit diesem anderen Wesen da. Wir machen mal weiter mit den Kinostarts der Woche und mit den Stuttgarter Kinocharts. Kinocharts und Neustarts. Und da beginnen wir mit den Charts. Auf Platz 10, 5 Freunde und das Tal der Dinosaurier. Platz 9, Lady Bird. Platz 8, Ghost Stories. Platz 7, Early Man, Steinzeit bereit, der bei uns nicht in der Sneak lief, in anderen Sneaks lief der. Platz 6, Peter Hase. Ostern ist schon lange vorbei, zieht trotzdem noch. Platz 5, A Quiet Place. Sehr empfehlenswerter Film, hatten wir in der Sneak und auch besprochen. Platz 4, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Platz 3, der Sechspakt. Läuft immer noch ziemlich gut hier in Stuttgart. Platz 2, Ready Player One. Und Platz 1, Avengers 3 Infinity War. Ja, haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen. Neustarts hier in Stuttgart. Mal gucken, wer sich traut, was entgegenzusetzen dem Ready Player One und Avengers Infinity War. Platz 1, Quatsch. Der erste Neustart ist Herrliche Zeiten. Herr mit wie Herr geschrieben. Starbesetzte deutsche Satire um ein reiches Ehepaar, das sich scherzhaft nach einem Sklaven sucht und überraschend viele Antworten erhält. Dann startet noch 7 Tage in Entebbe. Den hatten wir einige Male getippt für die Sneak. Das ist ein Film mit Daniel Brühl und Rosamund Pike über eine Flugzeugentführung nach Uganda, in der 106 Passagiere als Geiseln gehalten wurden und dann befreit werden sollen.
Ein weiterer Teil startet von dieser, ich glaube, der erste Teil hieß Gnomeo und Juliet. Jetzt startet Sherlock Gnomes über irgendwelche Gartenzwerge. Da habe ich gestern übrigens einen Schlüsselanhänger verschenkt im Kino. Ja, also die Gnome sind zurück und müssen gemeinsam mit dem eingebildeten Sherlock Gnomes das Verschwinden der Gartenzwerge aufdecken. Und dieses Gnomeo und Juliet habe ich sogar mal geguckt, das lief mal irgendwo im Fernsehen. War nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte. War auch nicht gut, aber konnte man durchaus gucken. Also. Dann startet noch No Way Out gegen die Flammen. Da geht es um ein Katastrophendrama nach wahren Begebenheiten über 19 Feuerwehrleute, die im Jahr 2013 bei der Bekämpfung des Yarnell Hill Fire ihr Leben gelassen haben. Mit Josh Brolin auch. Der war ja auch der Thanos, ne? Der Josh Brolin. Genau. Hab ich erkannt, ne? Man erkennt ihn sogar unter dieser Maske oder, weiß nicht, sehr viel Computertechnik, ne? Aber man erkennt sogar seine Gesichtszüge. Eleanor. Ja, weiß mich, wenn ich ehrlich bin, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal reingrätsch, mich schon ein bisschen überrascht hat, dass man Josh Brolin genommen hat für Thanos, weil der spielt jetzt auch in Deadpool 2 ja mit. Ah, okay. Den Cable. Deswegen. Also, aber Josh Brolin ganz dick im Geschäft. Vielleicht hatte man gedacht, dass man ihn dann nicht erkennt. Ich fand ihn bis jetzt am besten in der US-Neuverfilmung von Oldboy. Fand ich ihn richtig gut. Eleanor und Colette startet noch. Den Film hatten auch einige in der Sneak Preview. Lief der auch mal in irgendwie einer B-Sneak oder so? Ich glaube ja. Ja. Irgendwas war doch da, ne? Auf einem wahren Fall basierendes Gerichtsdrama über die Freundschaft zwischen der an Schizophrenie leidenden Eleanor Reese und ihrer Anwältin Colette Hughes mit Helena Bonham Carter und Hilary Swank. Wer hat die Liebe eigentlich erfunden? Eine Dramödie mit Corinna Harfuch als frustrierte Ehefrau, die Mann und Familie beim Kurzurlaub an der Raststätte stehen lässt, doch die Familie holt sie bald ein. Ein Gangster-Thriller aus Berlin startet noch, der heißt Familie, um drei ungleiche Brüder, die im harten Kiez von Spandau um das alltägliche Überleben gegen Spielsucht und Kriminalität kämpfen. Dann startet noch Die Sanfte, ein Drama nach der gleichnamigen Novelle von Fjodor Dostojewski um eine Frau, die ins Gefängnis geht, um herauszufinden, was mit ihrem Mann geschehen ist. Ein Film mit Frederik Lau, Gutland heißt er, als Krimineller, flieht als Krimineller in die luxemburgische Provinz, doch auch in dem beschaulichen Dorf brodeln Gewalt und Verbrechen. Und einer noch, nämlich Rewind, die zweite Chance, ein Zeitreise-Thriller aus Deutschland. Da wird ein Ermittler mit seltsamen Morden konfrontiert und bald entdeckt er, dass eins der Opfer aus der Zukunft kommt. Okay. Aha. Ja, ist ja einiges dabei, traut sich aber kaum jemand, irgendeinen richtigen Blockbuster den anderen Sachen entgegenzusetzen. Werden wir dann sehen. Vielleicht, ja, nee, Sneak-Preview erwischen wir davon jetzt nichts mehr. Übrigens, Erik? Hm? Du kennst doch den Film The Goonies. Ja. Und du liebst den doch bestimmt auch, oder? Ich habe den ewig nicht geguckt. Ist ja gut gealtert. Kann man hier noch gucken? Ja, der ist jetzt von 1985. Ein super Film. Aber wusstest du, dass Josh Brolin da mitgespielt hat? Da haben einige, wenn man so alte Sachen... Ich habe letztens Stand By Me geguckt und da dachte ich, oh, den kennst du doch. Also gerade so die alten Filme da mit irgendwelchen Kids oder so, da entdeckt man einige wieder, die jetzt irgendwie andere Rollen haben. Ja, und oh, erinnerst du dich noch an diesen einen Film? Und an diesen Mr. Stark, haben sie Alien gesehen? Ja, das war cool. Eine von vielen. Oder Footloose. Ja, Footloose, Mensch. Ja, ist Footloose immer noch der beste Film aller Zeiten? War er nie. Ja, voll geil. Ja, echt cool. Also guckt Infinity War unbedingt. Ja, dann habe ich noch bei den sonstigen Themen ein was, nämlich der Deutsche Filmpreis ist ja verliehen worden. Ich habe mir das nicht angeguckt diesmal, weil irgendwie deutsche Preisverleihungen sind irgendwie ein bisschen bäh. Aber ein was wollte ich nicht unerwähnt lassen, nämlich einen Film, den wir in der Sneak Preview hatten, den zumindest Teile des Kinocasts sehr, sehr gut fanden, ist da auch mit einigen Preisen rausgegangen, nämlich der Film Drei Tage in Quiberon. Hat tatsächlich die Lola gewonnen für den besten Spielfilm und die beste Regie, Emilie Attef, beste weibliche Hauptrolle, Marie Bäumer, beste weibliche Nebenrolle, Birgit Minichmeier,
Beste männliche Nebenrolle, Robert Gwisdek. Beste Kamera, Thomas W. Kienast. Und beste Filmmusik, Christoph M. Kaiser und Julian Maas. Ja, und den hatten wir in der Sneak Preview, den einen der besten deutschen Filme, zumindest laut der Preisjury des Award-Komitees. Ja, jetzt gucken wir doch mal rein in unsere Rätselecke. Rätselecke. So, Kate, dein Part. Ja, ich habe auch so ganz schnell mein E-Mail-Konto aufgemacht. Eingetroffen. Ich habe tatsächlich 2 E-Mails bekommen. Ja, wow, ja. Und 2. Zwar. Doch so viele. Ja, verrückt, gell? Eine vom Thomas, lass mich raten. Eine vom Thomas. Richtig, ja. Richtig. Ich muss ja mal kurz meine Dokumente aufmachen und gucken, ob die richtig geraten haben. Also, der Thomas hat mir geschrieben, dass er bei mir glaubt, dass es der Film In the Blood war. Und bei dir Tanz der Teufel 2. Das ist sogar richtig. Und, oh mein Gott. Und dann hat mir Nikolas geschrieben, dass er, hat er nur meins erraten und hat auch geschrieben Into the Blood. Übrigens ein sehr sehenswerter B-Movie, hat er mir geschrieben. Okay. Und beide haben bei mir auch recht gehabt, es war in the Blood. In the Blood. Okay. Ja. Chris, hattest du auch Tanz der Teufel 2? Das wollte ich dich ja noch fragen. Bestimmt, ne? Ja, das wäre meine zweite Wahl dann gewesen. Ach nee, was hattest du? Ja, aber ich hatte Tucker und Dale vs. Ja, Evil. Genau, Tucker und Dale. Ja, dann, die machen sich hätte ja auch ein bisschen auch lustig. Original, ja, genau. Fällt, glaube ich, da aber auch. Also ich müsste jetzt echt nochmal anschauen. Ich glaube nämlich, dass genau so ein Satz ganz genauso fällt. Aber es kann natürlich dann auch, weil es passen würde, auch die natürlich der Hinweis zu Tanz der Teufel 2 sein. Okay. Könnte sein. Also ich habe jetzt Tucker und Dale nicht mehr so, aber das ist auch ein extrem geiler Film. Also wer mal die Gelegenheit hat, den zu gucken. Cool, ja. Ja. Ja, Kate, hast du ein neues Filmrätsel? Aber natürlich. Dann beschreiben wir kurz, wie es geht, liebe Hörer. Kate beschreibt jetzt einen Film, der in der letzten Zeit im deutschen Fernsehen lief. Und wenn ihr glaubt, den Film erraten zu haben, dann schreibt an kate@kinocast.net. Auf geht's. Ölbohrungen lösen in der Nähe von New Orleans ein schwaches Erdbeben aus. Dabei gerät eine unterirdische, giftige Tierart an die Oberfläche. Boah. Ein Tierfilm, schön, gell? Ein Tierfilm. Tierfilm ist gut. Na, Tierfilm weiß ich jetzt nicht, aber. Es ist ein Tierfilm. Okay, und ich habe noch ein Zitat. Ja. Mal gucken, ob das jemand rauskriegt. Passt ein bisschen thematisch zu einem der Filme, den wir heute hatten. Das Zitat ist ganz kurz, heißt nur: Poesie wirkt bei Huren nicht. Mal gucken, wer das rauskriegt. Ja. So, okay, ich speichere mir das mal, dass ich das nächste Woche noch weiß, was ich hier hatte. So. Und dann werfe ich mal hier einen Blick in die Kommentare. Mal gucken, ob wir da was. Also, wir hatten auf jeden Fall Kommentare, das weiß ich noch. Und zwar, wenn das jetzt hier nicht öffnen will, dann mache ich erstmal die Amazon-Sachen. Das hängt noch ein bisschen hier. Dann mache ich erstmal die Amazon-Bestellungen der Woche, der letzten Woche. Und zwar, vielen Dank an alle, die die Amazon-Affiliate-Links genutzt haben, um den Kinocast zu unterstützen. Hat jemand bestellt 10 Socken für Flipflops, dann Kindersicherung für Steckdosen. Was ist das hier? Toyo Westernhut. Moment, den muss ich mir mal angucken. Oh ja, sieht richtig aus wie so ein Western. Chris, du hast dir den Westernhut bestellt, nachdem du jetzt den Film gesehen ja. hast. Connor Toyo Western Strohhut. Ja, okay. Was ist das? Hausschuhe in Reisstroh mit Gummisohle. Ah, sieht aus wie so eine Geisha oder so. Okay. Und ja, Japan Samurai Kimono. Oh, da will sich ja jemand komplett. Hat wahrscheinlich jemand die Schuhe zusammen mit dem Kimono. Da fehlt noch ein Samurai-Schwert oder sowas. Was ist das? Ein Selaflor Gartenwächter Wasserstrahl. Tiervertreiber. Ah, zur Vertreibung von Katzen, Hunden. Ach so, das ist was mit einem Sensor dran. Und wenn dann irgendwie ein Tier kommt, was da nicht sein soll, dann sprüht das mal kurz. Ist ja witzig, was alles so gibt. Ich habe noch eine Frage. Ja? Was sind denn Socken für Flipflops?
Nee, Zehensocken. Also wo du einzelne Zehen hast, da gibt es so Socken. Ja, aber er zieht man doch nicht in Flipflops an. Steht da, Zehensocken für Flipflops. Aber in Flipflops sieht man... Warte mal, lass mich mal gucken. Alter. Ah, ich verstehe. Das sind solche Socken, da ist der große Zeh einzeln und die restlichen Zehen einzeln. Also nicht komplett einzeln, sondern wie in so einem... Verstehst du, da ist nur eine Einbuchtung drin, da wo bei den Flipflops das Ding drin ist. Ich verstehe es, aber man zieht trotzdem keine Socken in Flipflops. Wahrscheinlich hat das der oder die bestellt, die diese japanischen Schuhe gekauft hat. Das kann natürlich sein. Weil das sieht nämlich so aus, als gehört das dazu. Ja. Ah, ja, das kann natürlich sein. Okay. Also hat sich jemand komplett eingekleidet hier für... Meine Frage ist beantwortet. Für einen Sushi-Themenabend oder für irgendwelche Spielchen da im Schlafzimmer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen Dank für die Bestellung. Du wieder denkst, ey. Viel Spaß damit. Und jetzt hat auch meine Kommentarseite geöffnet zur letzten Folge von A Beautiful Day. Und wir hatten noch Pacific Rim Uprising und Ice Sharks und Netflix Lost in Space. Gab es folgende Kommentare. Achso, der Stefan vom Sneakpot hat nämlich kommentiert gehabt, weil ich habe nämlich bei den Kollegen vom Sneakpot kommentiert, die hatten auch den Film gehabt. Beautiful Day. Und da hatte die Claudia auch geschrieben. Und jetzt schreibt der Stefan nämlich, erst empfiehlt mir Claudia den Film so euphorisch und jetzt ihr auch noch. Ich denke, dass ich ihn wohl doch bald sehen sollte. Bin gespannt, wie der wird und was es mit euren Andeutungen auf sich hat. Denn da war ja auch ein bisschen Spoilergefahr und die Claudia vom Sneakpot hat auch nichts rausgelassen. Und jetzt interessiert es natürlich den Stefan. Ja, gucken dir an. A Beautiful Day, wenn du die Gelegenheit hast. Und dann war es das eigentlich mit den Kommentaren für diese Woche. Habt ihr noch irgendwas? Nö. Nö, dann vielen Dank fürs Mitmachen, Kate, immer Chris. Dann sehen wir uns nicht morgen in der Sneak. Nicht, dass ich morgen nach Stuttgart reinfahre. Mich wundert, es ist total komisch hier durch den Feiertag. Ja. Ist ein komischer Sonntag heute, ja. Ja, dafür ist die Woche kurz. Ja. Die Woche ist die sehr restliche, kurz. Ja. Und dann ist ja auch bald schon wieder letztes Heimspiel. Ja. Ja, das muss man ja vielleicht auch nochmal erwähnen, dass man hier da ganz gemütlich am Samstag auf der Couch hockt. Ich denke so, ja cool, mach mal das Spiel in Leverkusen, nehmen wir da halt auch nochmal mit und gucken, was so passiert. Und dann gewinnst du die Scheiße auch noch. Ja, kann man mal machen. Wer hätte damit gerechnet? Ich war ja da, wo wir waren. Da gab's ja... Du warst da, wo ihr wart. Da im Allgäu, da gab es ja überhaupt kein Netz. Ne? Also wenn ich sage kein Netz, dann meine ich nicht kein WLAN oder so. Nein, da gab es einfach kein Netz, kein Funknetz, gar nichts. Ja? Da gab es ab und zu mal so Edge oder so, hier auf meinem Telefon. Auf meinem anderen Telefon, also mit Vodafone, da tropfte ab und zu mal so 3G rein. Ja? Und da gab es auch, du konntest natürlich WLAN kaufen für irgendwelche, für eine geringe Gebühr, die den Wert eines Kleinwagens hat, was ich natürlich dann nicht gemacht habe. Und da habe ich dann auch mal kurz wenigstens mit meinem Tablet, wo ich eine Vodafone-Karte drin, eine Datenkarte in mein iPad. Und da habe ich dann mal Sky Go angemacht, ich mal gucken, wie es läuft und so, weil ich habe gar nichts, kriegst ja nicht mehr Tor-Ticker, wenn gar nichts geht. Ne? Ja, und dann gucke ich da rein, Halbzeit 0-0. Lief es gerade an, dachte ich, ach komm, scheiß drauf, Datenvolumen. Ich hatte es bei Weitem noch nicht aufgebraucht auf meiner Karte. Und das war ja da irgendwie der 29. oder so. Dachte ich, ach komm, dann habe ich es laufen lassen. Dachte ich, was? Ich habe es dann die ganze Halbzeit noch geguckt. Ja, mein ganzes Datenvolumen da runtergerasselt mit Sky Go. Weil Sky Go, die App, ist ja nicht etwa so nach dem Motto, hey, das benutzt jemand mobil, ich werde vielleicht mal die Qualität reduzieren, das reicht ja auch noch, damit die Bandbreite geschont wird. Nein, wir blasen da volles HD-Signal auf das iPad, ohne es irgendwie verändern zu können. Yeah, gib ihm, ja. Also das ist also so unglaublich, was sich da Sky Go, selbst auf dem Handy, ne, ist volle Bandbreite, obwohl du nur einen winzigen Bildschirm hast, ne. Oh Mann. Ja, nee, da habe ich auch sehr gefeiert. Dann dachte ich auch, was, das gibt's noch nicht. Tja, kann man mal machen. Ja, okay. Genau. Dann trotzdem, macht's gut. Mach's besser. Bis bald. Tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss.
bald im Kinocast. Achso, du wolltest jetzt den Gommes-Button noch, oder was? Nein! Spiele ich nachher das andere ein? Achtung, Achtung, so. Es folgt ein Spoiler. Achtung, Achtung. Nee, so, ja. Hast du beim Spoiler-Talk angerufen? Also, wir müssen ja